Katja. Ich habe Hunger. Ja. Giraffe, oh, ich gebe dir was zu fressen. Vielleicht hast du Hunger. Du Kleine. Oh, das ist lecker, Giraffe. Sowas von lecker. Ich nenne dich Pai. Okay, fertig. Oh, danke. Jetzt esse ich was zum Frühstück. Du schon wieder? So lecker. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Heute gehen wir auf Safari. Los geht's. Yay! Tschüss. So traurig, der Löwe hat den Büffel aufgefressen. Meine Güte! Gruselig! Wir sind nach Afrika gefahren, weil wir dort einen afrikanischen Stamm besuchen wollen. Gut gemacht, Papa. In dem Dorf waren ganz viele Kinder. Wir haben ihnen einen Koffer voller Kleider mitgebracht. Schaut mal her, was ich hab, Leute. Sie sind so aufgeregt. Sie haben wirklich Kleider gebraucht. Yay! Spielzeug. Aber als ich angefangen habe, die letzten Sachen auszuteilen, haben sie Panik bekommen. Ein paar haben nicht genug Kleider gekriegt. Sie haben sich aber schnell beruhigt und dann haben mir die Kinder ein Lied vorgesungen. Sie redet. Wir gehen jetzt in eine Kindergartengruppe. Um Kinder zu unterrichten. Hier, Bücher. Komm. Das ist wie eine Bücherei. Es ist wie Kindergarten für unsere jungen Kinder. Ich habe Stifte mitgebracht. Für die Schule. Vielen, vielen Dank. Bitte. Wie putzt ihr eure Zähne? Das hier, das ist unsere Bürste. Das wird nur gekaut? Ja, du kaufst es einfach. Kinder, putzt jeden Tag eure Zähne. Das ist ihr Haus. Wir sind jetzt zu Hause. So, lasst uns reingehen. Und wir kochen drinnen. Das hier ist das erste Zimmer. Sie haben ihr Haus gezeigt. Das wird aus Kuhmist und Ästen gebaut. Und hier haben wir unsere Utensilien, wie Tassen. Das ist eine Kuhhaut. Dann haben sie mir angeboten, ein paar Souvenirs zu kaufen, die sie selber gemacht haben. Wow! Ich brauche es nicht wirklich, aber ich kaufe es trotzdem als Spende. Löwenzähne. Das ist für danke, die Schule. Danke, vielen Dank. Danke, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt Freunde. Dann haben wir weitergemacht mit der Safari. Yay! Elefant!
sitzt ein Vogel drauf. Komm, wir schauen mal da. Hyänen sind super süß, aber jetzt ist es Zeit zum Essen. Oh, nein, nein, nein. Das ist viel besser für dich als meine Pasta. Schau mal da. Pumbas können aggressiv sein. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu fahren, aber ich will definitiv zurück. Tschüss! Next video! Oh, sieh mal, wer das ist. Weißt du, wer das ist? Es ist ein Gürteltier. Gürteltiere leben in der Savanne oder im Wald. Und das ist ein Känguru-Baby. Es ist 4 Monate alt. Hallo, hallo.